Ganz herzlich willkommen zu einem neuen R-Test. Heute gibt es was zu trinken und vielleicht sogar so ein bisschen gesund. Keine Ahnung. Es gibt Müllermilch von Müller, überraschenderweise. Und zwar limitierte Müllermilch. Typ Dark Chocolate Cookie. Mit dem Hinweis Yummy Cookie. Damit auch keiner denkt, dass es ekelhaft schmeckende Cookies sind. Das finde ich wirklich sehr schön, dass man da nochmal extra drauf hinweist. Ja, also, Milchmischerzeugnis mit dunkler Schokolade-Keksgeschmack. Okay, es wird also auch nicht von Milch gesprochen. Zutaten aber fettarme Milch, Buttermilch, Traubenzucker, 3,2% Schokoladenpulver, besteht aus Kakaopulver und Zucker, Zucker, modifizierte Stärke, Speisesalz, Aroma, Stabilisator und so weiter. 1,8% Fett, das ist in Ordnung, 76 Kalorien, ja, aber auch 10,6 Gramm Zucker in 100 Gramm. Das ist jetzt nicht Cola-mäßig viel, aber es ist jetzt auch nicht allzu wenig, sag ich mal. Es ist ziemlich viel Vitamin E drin, Thiamin, was immer das ist, Riboflavin und Vitamin B6. Ja, aus Arezriet, aus der Molkerei Alois Müller. Und wie gesagt, Yummy Cookie. So. Dann schütteln mal vorsichtshalber. Riecht wie Milch und tatsächlich so ein bisschen keksig. Durchschütteln fast ein bisschen wie ein Shake. Ja, es ist so eine leichte Bitternis drin. Und im Abgang kommt dann so ein, ja, so ein Keksgefühl. Kein Käsegefühl, ein Keksgefühl. Aber irgendwie ist es schon ein bisschen merkwürdig, dass es jetzt auch so Milch gibt, die nicht mehr irgendeine bestimmte, also Schoko, Erdbeer, sonst was. Nein, dass es wie Schokokeks schmecken muss. Ja. Es ist, letztlich ist es auch nur ein Milchkram. Dass da jetzt ein spezieller Geschmack drin ist, ja, okay. Aber Chocolate Cookie kann ich jetzt eigentlich nicht erkennen. Also das Dark, also das dunkle Milch, dass es so ein bisschen bitter ist, ja, aber Keks nicht wirklich. Naja, und Keks ist halt ein Keks und keine Milch. Also, naja. Ich sag mal, kann man natürlich trinken, schmeckt völlig in Ordnung, aber es ist nicht so ganz das, was es sein soll.